Hallo und herzlich willkommen, liebe AOE3 Community. Wir sind zurück bei einer neuen Folge Faszination AOE3 Sivs. Und ich freue mich jetzt richtig auf die heutige Folge, weil wir haben heute eine Siv, die erstmal brandneu ist und dann würde ich mal sagen auch noch, also zumindest mir total unbekannt ist, aber die auch im Moment ja so gefühlt auch unter dem Radar schwebt. Also wir haben ja eine ganze Menge Leute, die jetzt Italien spielen. Vorne voran natürlich der Tobi. Aber ich sag mal, die andere Civ, so Malta, ist ja bisher noch nicht so, also gefühlt noch nicht so groß rausgekommen. Und deswegen freue ich mich jetzt total, dass ich tatsächlich jemanden gefunden habe, der sich selber auch als Malta-Main bezeichnet. Und habe hier den guten Steroids zu Gast. Hallo. Jo, was geht ab? Was geht? So. Ja, coole Sache. Also ich habe jetzt mal, du hast ja zum Glück uns auch hier eine Aufnahme geschickt, damit wir mal ein bisschen Malta-Action sehen. Ich lasse die jetzt auch gerade mal hier so laufen im Hintergrund. Und muss jetzt aber natürlich erstmal mit der klassischen Frage bei diesem Format anfangen. Wann hast du eigentlich das erste Mal, oder wie hast du mit AOE3 angefangen? Wann hast du das erste Mal gespielt, das Ding? Generell? Ja, generell, ja. Ganz, ganz früh als Kind. Die Vanilla Edition, ganz, ganz früher. Ja, 2005 so. Ja, so, Vater hat gekauft beim Mediamarkt, so wie du es auch so schön erwähnt hattest in deinem Video. Ja. Vom Mediamarkt noch, die DLCs sind so dann einfach mal das Game gemobst und ja, selber gezockt viel, ne? Natürlich casual und nie online und nie competitive, weil als Kind juckt es auch nicht. Nee. Einfach nur zocken und Spaß haben. Ja, klar. Aber so komme ich auf jeden Fall dazu. Und jetzt mit der Definitive Edition. Sehr, sehr geil. Also ich spiele sowieso nur DLC-Sifs, also von daher passt es. Also du hast dann, ich weiß gar nicht, die kam, glaube ich, gestern hat es mir einer erzählt, 2020 kam die, glaube ich, raus, die Definitive Edition. Warst du da schon dabei oder hast du jetzt, oder bist du später? Also ich habe zum Beispiel jetzt dieses Jahr tatsächlich erst angefangen mit der DE. Ja, ich auch. Ich habe angefangen mit Malta und Italien. Davor halt ein bisschen casual gezockt, aber mit Malta und Italien hatte ich richtig Bock. Boah, okay, krass, das ist ja noch nicht so lange. Aber Richtig Bock. cool. Und dann ist praktisch das DLC rausgekommen, dann hast du gesagt, ey Malta, das finde ich gut, das will ich spielen so. Da habe ich gesagt, geil, Malta, wie in der Kampagne, morgen Black, will ich, brauche ich. Ah ja, stimmt, ja, das ist Morgen ewig her, dass ich die Black. Kampagne gezockt habe, aber. Ja, da gibt es ja die ganzen Units auch in der Kampagne, ne? Feuerwerfer und so, alles Kampagne. Sehr, 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 sehr geil, ja. Ja, okay, also das, da bin ich noch gar nicht. Also Morgan Black kenne ich natürlich und ich kenne auch die Jungbrunnengeschichte und ich. Ja, diese Knochengarde, an die kann ich mich noch dunkel erinnern. Das ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen her, dass ich die Kampagne gespielt habe. Ah ja, cool. Ja, nee, wegen der Kampagne, ja klar. Ja, super. Und dann hast du praktisch jetzt, ja, hast ja schon, was mal, glaube ich, geschrieben, du bist schon auf Level 90, das heißt, du hast schon ein paar Spielchen gemacht mit den Jungs. So. 93 mittlerweile, ja. Boah, ja. Wobei ich habe noch, meiner Meinung nach, was heißt, also ich habe noch zu viel gegen Bots gespielt. Das ist ja keine Relation zu echten Spielern. Aber ja, jetzt bin ich voll into competitive und zocke nur noch online momentan tatsächlich. Ja, super. Du hast, glaube ich, auch, du hast dich auch schon für Liga angemeldet, was? Ja, absolut. Also Ja. direkt nach dem Video von Tobi. Grüße gehen Ja, raus. coole Sache, coole Sache. Ich bin natürlich auch wieder dabei nächste Saison. Nee, das wird riesig. Also ich freue mich auch schon, ich freue mich auch, wenn du dann öfter Malta spielst oder sowas. Absolut. Das ist auf jeden Fall stark. Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal über Malta reden, weil ich muss zugeben, Malta ist für mich echt ja, so ein schwarzer Fleck auf der Landkarte. Also ich kann über die Civ, ich weiß relativ wenig. Also wir können ja mal so anfangen. Ich weiß nicht. Also ich habe natürlich so ein bisschen was gesehen, aber ist es so, dass du, wenn du Malta zockst, ist es, hast du so eine Strategie? Rushst du gerne oder machst du FF oder was ist so erstmal so dein Malta-Plan? So, was macht man mit Malta? Ich denke tatsächlich, mit Malta ist es am besten zu rushen. Semi-FF kann man auch machen, denke ich, aber ich denke erstmal rushen, weil du hast die deutsche Sprache, ja, diesen Komtureiwagen und die Siedler wegen. Und wie man das im Turnier auch gesehen hat, bei Kaiser Klein und allen anderen Spielern, zwei Hospitale vorne als Frontbanks. Und die Komturei wird dann meistens beim Dorfzentrum geplaced. Ja. Aber ich stelle sie tatsächlich gerne nach vorne. Also je nach Matchup. Je nach Matchup. Je nach Matchup, klar, absolut. Ja, wir gehen vielleicht mal, also jetzt für die, die auch noch überhaupt keinen Malta gesehen haben, also
die Kaserne heißt praktisch Hospital. So, und ist billiger, oder? So ist es. Ja. Okay. Und die Komturei ist praktisch der Stall, aber der kann schießen. Ja, es ist wieder Außenposten, der Stall, der schießen kann. Ja, alles in einem. Alles in einem. Ja, also, ich weiß gar nicht, da gibt es ja auch diese Mechanik, dass du praktisch, du kannst ja irgendwie von einem Komturei zur anderen die Einheiten beamen, also die unterirdische Tunnel natürlich, die sofort gegraben werden und so Zeug, aber hast du das schon mal aktiv benutzt eigentlich? Klar, also weil ich spiele gerne tatsächlich, also als Malta gehst du auf Map Control, würde ich stark behaupten, ist ja der Playstyle. Also du hast ja die Wigner Kurt Konstruktionen, die geben dir ja 20% Sammelrate in der Nähe von Gebäuden. Mit Reichweite steht ein Text, aber damit ist gemeint Außenposten, Dorfzentrum und eben auch die Komturei. Ah, okay. Und wenn ich dann mal out of base muss für Gold oder für Hans, dann place ich bei den ganzen Siedlern halt eben die Komturei. Und wenn der Gegner mich dann waschen will, dann einfach die Einheiten da reinplacen und woanders wieder, im Idealfall in der Heimatbase wieder rauslassen. Ne? Ach ja, du kannst deine Siedler so in Sicherheit bringen. Ja, genau. Total guter Gedanke. Richtig, richtig geiles Gimmick. Ich glaube, das wissen gar nicht viele. Du kannst auch einfach deine Schiffe, du kannst, wenn du die Komturei ans Wasser baust, deine Schiffe transportieren. Zu einer anderen Komturei am Wasser. Ja. Deine Kriegsschiffe, whatever. Das habe ich mal auf YouTube gesehen. Da hat einer eine Fregatte auf Kaskadenkette, ist die Karte. Da hast du ja irgendwie so rechts See und links See. Und also, das war so mehr so Spaß. Das war jetzt kein richtiges Spiel, aber der hat so gegen den Bot einfach mal probiert und er hat sich totgelacht, weil er konnte tatsächlich seine Fregatte von dem einen See zum anderen See beamen. Ja, das ist pervers. Also, ich weiß nicht, ob das sein muss, aber okay. Du hast auf jeden Fall flexible Wasserplays, ne? Wenn du jetzt so einen See in der Mitte hast, wo du normalerweise die Boje extra reinmachen musst. Mhm. Und da sind Fische, aber du willst ja keinen Hafen bauen, dann baust du woanders deine Fischerboote und dann transportierst du die einfach hin und her. Ah ja, krass. Das ist cool, ja. Okay. Aber ja, das stelle ich mir auf jeden Fall lustig vor. Ist Walter denn überhaupt eine Wassernation? Weiß ich gar nicht. Ich habe noch nie so wirklich auf Wasserbuben gespielt, aber du kannst es auf jeden Fall. Du kriegst ja am H2 direkt zwei Ordensgaleeren. Mit denen kannst du auch alles machen. Erkunden, fischen und Transport. Ach, ja. Okay. So. Und die werden sogar stärker, wenn sie andere Schiffe versenkt haben. Ja, so kleinen, ach, okay, die werden befördert, so? Ja, genau. Für eine kurze Zeit. Ach, krass. Also das wäre dann praktisch, also das ist sowas wie die Karavellen, schätze ich mal irgendwie. Ja, ich glaube ein bisschen besser tatsächlich. Ja. Ich sehe gerade, das hast du ja sogar in deinem Deck gehabt. Okay. Ja, genau, das ist mein Anti-Wasser-Deck, genau. Ah, dein Anti-Wasser-Deck, ja, okay. Ja, doch, okay. Mehr oder weniger, ja. Ja. Ja, nicht schlecht. Okay. Also das heißt, praktisch, ja, also so, was du gerne machst, ist praktisch tatsächlich raschen, also was ja auch legitim ist so, also das hast jetzt, ich habe gesehen, du hast jetzt ein Hospitalie und eine Komturei und dann ist praktisch, also sagst, Alter ist schon stark in Edition 2 praktisch. Ja, denke ich schon, weil du hast tatsächlich, ich denke, keine andere Schiff hat so gute, okay, da war ich ein bisschen toxic, wenn du das da liest, links. ja. Auf jeden Fall, Armbrustschützen, du hast, ich glaube, keine Schiff bessere, weil du hast so viele Upgrade-Karten. Angriffsstärke von Armbrustschützen, Pikiniere, dann noch Lebenspunkte, Armbrustschützen, Pikiniere und im dritten Age auch nochmal Lebenspunkte und Angriffsstärke. Plus, du kannst sie bis zum Imperialzeitalter upgraden. Plus, die werden günstiger, wenn du diese schnelle Age up als Party schickst. Das sind ja alle Hospitalweiten billiger. Armbrustschützen kosten immer noch am meisten von allen Dingen zu upgraden, aber können wirklich sehr, sehr stark sein. Ja, das ist ja auch, wenn ich jetzt richtig weiß, du kriegst ja auch 2%, 2% für okay. Jedes Ding hier, für jede Karte ja. Kriegst du ja 2% Leben noch dazu. Für jede Karte, absolut. Deswegen bin ich der Meinung, dass du sehr gut rushen kannst, weil du kannst einfach im H2 bleiben, hast genug Holzschiffsladungen. Hast deine Siedlerwegen im Idealfall, hast diese Wigner Kurt Construction, mehr Sammelrate, hast die zwei Upgrade-Karten für Pikes, Crossbows. Ich denke, das ist eine der Stärken von Malta auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, nicht schlecht. Also so, ja, es erinnert mich tatsächlich jetzt so ein bisschen an, also vom Stil her so an die Russen sozusagen. Du machst da vorne eine Frontbase, die kann auch schießen und dann hast du erstmal sozusagen den Gegner unter Druck gesetzt und bist. Aber das ist ja auch nicht schlecht, also okay. So hatte ich Walter noch nicht
Oder ich habe, wie gesagt, ich weiß eigentlich wenig über Malta, aber ja, okay, aber das ergibt auf jeden Fall Sinn, das so zu spielen. Also, da gebe ich dir total recht. Und klar, wenn du natürlich gute Holzeinheiten hast, die immer besser werden. Ja. Ich denke, du kannst das. Ich denke, die perfekte Kombination von Units ist tatsächlich noch gemixt mit Husaren. Das ist ja das Geile. Du musst deine Husaren und deine Dragoner nie selber upgraden, weil die werden immer geshadow-tagged. Echt jetzt? Age up to Age up, ja. Die sind immer Scheiße. Nicht und die sind von vornherein ja schon besser. Age 2, du hast Age 2 Dragoner und Husare, die von vornherein bessere Stats haben. Also du kannst in Age 2 Dragoner ausbilden? Ja. Okay, das wusste ich auch überhaupt nicht. Das habe ich noch nicht gesehen bisher. Okay, aber ja, also das ist ja, aber das ist auf jeden Fall auch gar nicht doof. Also weil mir geht das immer so beim Holzrasch. Du hast dann die Pikeniere und Pikeniere sind irgendwie, also die meiste Zeit einfach nutzlos und sterben dann. Und wenn dann, also bei mir jedenfalls, also meine Pikeniere sterben immer und dann kommt irgendwann doch nochmal Kavallerie und dann habe ich keine mehr und dann ärgere ich mich. So. Ja. Ich zum Beispiel gegen Azteken, das Gameplay, was ja gerade läuft, macht Pikeniere auch wenig Sinn. Ja. Weil die haben ja, die Pikeniere sind ja nicht gut gegen Kojotenläufer. Kojotenläufer ja, zählen vielleicht als Kaff, aber immer noch Infanterie. So. Ist das so? Warte mal, ich muss einmal gleich mal ein Pikenier. Ich glaube, du hast gerade keine auf dem Feld bei mir, aber du bildest gerade welche aus. Aber ich dachte, Pikeniere haben auch einen Multiplier gegen Stoßtruppeninfanterie oder sowas. Ah, das kann sein. Wir gucken uns das gleich einfach mal an. Wir können das hier live angucken. Dann weißt du mehr als ich, ja. Sie haben tatsächlich gegen Stoßtruppinfanterie haben die tatsächlich auch einen Multiplier. Also die sind jetzt nicht so scheiße dagegen. Okay. Aber natürlich. Natürlich ist es so, dass wenn sie dann rausgeschossen werden, man muss halt nämlich immer aufpassen. Sonst schießt der Gegner die Dinger raus und dann hast du irgendwie keine mehr, wenn es mal drauf ankommt. Oder du musst ja halt auch, was halt auch, weiß gar nicht, Malta kann doch auch so eine Art Musketier heißen. Wie heißen die? Wächter? Nee, Wächter heißen Wächter, ja genau. Ja. Das sind die, wenn ich mich nicht täusche, die besten Musketiere im Spiel. H2. Echt? Je länger das Game geht, desto mehr fallen sie down. Also fallen sie ab, meinst du? Ja, sie fallen ab, genau. Ja. Aber H2, die kosten leider zwei Bevölkerung, leider. Ach. Aber wirklich sehr, sehr stark. Und die können auch Außenposten bauen. Für den normalen Preis, 250 Holz. Ach, okay. Ja, ach Gott, das... Also richtiger, also Außenposten, nicht kommt du rein, nicht so Stelle, sondern tatsächlich richtige Außenposten. Tatsächlich richtige Außenposten, okay. Ja, ist klar. Ist auch eine sehr, cool. Sehr starke Unit. Aber die benutzt du jetzt in dem Spiel jetzt gar nicht? Gibt es so Szenarien, wo du sagst, ja, da nimmst du die? Oder Wenn ich merke, dass Pikes Crossbows nicht so viel bringen, vielleicht gegen Deutsche vielleicht, mit Cup. Mhm. Aber ich baue die auch manchmal zwischendurch einfach. Ich glaube, ich baue die sogar noch in diesem Game, weil die halt sehr, sehr stark sind. Ja, okay. Ja, ich gucke mir gerade hier an, was du für aufgemotzte Pikeniere und so, also das ist halt einfach tatsächlich jetzt mit der Zeit, also jetzt sind wir hier so bei 12 Minuten bin ich gerade, da haben wir die zum Beispiel, die Armbrustschützen haben schon 114 Leben, was ja schon irgendwie viel ist, weil das ist genau plus 14, also und du hast ja so gesehen kein Upgrade, sondern du schickst dir einfach munter Karten und dadurch wird ja dein Dings besser, also das ist natürlich schon nicht schlecht, so, also wir haben Malta, wahrscheinlich auch so eine Sith, die einfach über die Zeit hinweg wenn du eine Map-Control aufbauen kannst und sowas, dann einfach stärker wird. So, wenn du die in Ruhe lässt oder sowas, irgendwann schaffst du es nicht mehr, die zu kaputt zu kriegen wahrscheinlich. Denke ich auch. Und guck mal, vor allem auch die Siedler kriegen ja auch mehr Lebenspunkte pro Karte. Und ach du Scheiße. Okay. Auch der Kundschafter. Ah, ich komme gerade mal hier. Ach krass. ja, nicht schlecht. Die Fischerbude wahrscheinlich. Ja, Fischerbude natürlich auch. Okay. Fischerbude ach auch. Gott. Das kann sein, ne? Ja, doch, ich hab gerade, du bist ja gerade auch so ein bisschen auf Wasser und sieht es gerade hier. Ja. Ah, nicht schlecht, ey. Also, ich hab jetzt in diesem Game halt nicht die Lebenspunkte drin, sondern die Ordensflagge. Und das ganze Wasserdeck, den hab ich dann gecuttet. Ja, dann nehme ich lieber den Angriff mit. Statt die Lebenspunkte. Mhm. Aber ich denke, die Lebenspunkte sollte man immer dabei haben. Gerade wenn man so wie ich auf Crossbows und Pikes geht. Ja. Und wie du es im Turnier auch gesehen hast. Wobei es gab auch tatsächlich eine Turtle-FI-Strategie von Eaglemat. Ja. Der hat sogar gewonnen damit.
Ah, okay. Vielleicht Das ist es habe auch ich eine Heilung. jetzt noch gar nicht gesehen. Also ich habe das eine Game gecastet hier zwischen dem Carp und Lukas L und da war der auch. Also das war jetzt nicht so richtig Turtle, aber der hat so richtig geboomt, so mit drei Dorfzentren und sowas. Sonst Das auch habt ihr schnell sozusagen sind. so. Das ist ja, glaube ich, auch, du kannst ja auch eine Karte haben, dass Dorfzentren billiger Siedler, glaube ich, ausbilden. Oder die Siedler billiger sind, so meine ich. Genau, Siedler kosten 50% weniger und Dorfzentren 30% weniger. Also du kannst wirklich richtig, richtig gut boomen damit. Ja, ist wirklich viable. Also wenn du echt reich bist, ist Weiß nicht, gut. haben die auch einen Planwagen? Also könnte man irgendwie dieses vier Dorfzentren-Ding da aufziehen mit Malta? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht Glaub's nicht, okay. tatsächlich. Bin mir aber gerade nicht ganz so sicher. Müssen wir nochmal nach dem Spiel nachgucken. Ja, okay. Ja, macht nichts. Aber auf jeden Fall, ja. Aber Bei mir. Erzähl euch weiter. Ich wollte sagen, also das klingt aber jetzt auf jeden Fall erstmal cool, was du da so erzählst über Malta. Also das ist auf jeden Fall mal ein interessantes Schiff ist, genau. Ich sehe gerade, du hast auch drei Kirchen. Ja, absolut. Das ist gerade das, was ich sagen wollte. Diese Kirchenkarte, ich würde niemals ohne diese Kirchenkarte spielen. Das ist die erste Karte, die ich mir sende. Weil wenn du diese zwei Kirchenkarten durchballerst und dann hast du ja noch 100 Holz über, wenn du am Anfang ein Haus baust. Das heißt, du sammelst noch mal kurz 100 Holz, gehst dann auf den Handelsposten, hast dann zwei Kirchen, einen Handelsposten. Und dann kriegst du diese drei Siedler auch direkt, so schnell. Und in der Transition holst du dann noch mal die deutsche Sprache. Ah, okay. So, das heißt, du kriegst alle drei H1-Karten, die ich drin habe, easy im ersten Age noch. Ach, krass. Ja, das ist natürlich auch also fast Aztekenmäßig. Da genau, also das heißt Malta startet mit 300 Holz, habe ich es richtig verstanden? 100? 200, 200. So, du musst Holder noch hacken, was für ein Holz, für Ja, einen Handelsposten. Ja, genau. okay. 100 musst du hacken. Und ja, klar. Aber die Komturei ist halt generell ein bisschen mega spannend. Du kannst sie auch weglassen, wenn du wirklich Hardcore waschen willst, aber ich finde die immer gut. Selbst wenn ich gegen Russen spiele, zum Beispiel, habe ich die Komturei gerne in meiner Base. Zum Beispiel. Ja, klar. So, ist halt sehr, sehr stark. Hat, glaube ich, auch mehr Lebenspunktplatz auf dem Posten, wenn ich mich nicht ganz täusche. Jetzt kommt gerade wieder eine. Ja, hat 1000 mehr. Ja, ist wirklich sehr, sehr stark. Ja, aber genau, ich sag mal so, also natürlich auch der Fanfavorit. Hast du schon mal stationäre Kanonen? Hast du die schon mal so benutzt Ich liebe oder? diese Dinger. Ich liebe diese Dinger. Okay. Leider werden die gecountert von Kulverin, weil die als Kanone zählen, whatever. Aber die sind an sich sehr, sehr geil. Wenn du ein bisschen Mauern baust, so wie ich das getan habe, und das Ganze drumherum um die stationäre Kanone und der Kundschafter, da kann ja auch noch eine bauen oder zwei sogar, dann ist das wirklich sehr, sehr stark, weil die haben wirklich viel Schaden. Ja, ich habe einmal dagegen gespielt und also man hat auf jeden Fall erstmal Respekt, wenn man das Ding sieht. Also es ist nicht so, dass wenn da eine stationäre Kanone steht, dass man da jetzt sofort reinpusht. Also das ist allein schon so eine abschreckende Wirkung da. Ich war mir jetzt nur nicht, was natürlich ist, wenn du zu nah, also ich habe dann irgendwann haben dann, ich war ein Teamgame, irgendwann habe ich dann mit meinem Partner, habe ich dann mit ihm erzählt, pass auf, wenn du nah rangehst, dann können die nicht mehr schießen. Und dann hatten wir so ein bisschen also ja, hatten wir den Respekt irgendwann verloren, aber das ist auf jeden Fall, wenn du stationäre Kanone denkst, du auch, ja, okay. Ja, ist sehr, sehr stark. Also, wenn du die protecten kannst, ist die wirklich stark. Manchmal Ah, baue ich die okay. auch aggressiv einfach in die Mitte der Map. Ja. Weil dann kommt der Gegner vorbei mit seiner Infanteriearmee meistens und dann kriegt er erstmal einen Schuss ab, dann sterben erstmal ein paar bisschen Infanterie und dann denkt er sich auch so, okay, what the fuck. So. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hat ja auch nicht, also Kulverin, ich baue eigentlich nie Kulverin, außer es ist jetzt ganz was ganz Schlimmes los und von daher wird auf jeden Fall überrascht, ja, dadurch. Ja. Wie du siehst, habe ich jetzt auch Wächter gebaut, einfach um meine Armee Ja, ein sehe ich gerade. bisschen. Boah, ich weiß das gar nicht. Die haben auf jeden Fall 4,25 Speed. Ah, okay, sind ein Aber bisschen nicht schneller. immer, nicht immer. Ah, ich sehe gerade, du baust jetzt auch Hospitaliter. Das ist ja diese Knochengarde, heißen die, glaube ich, in der Kampagne. Das kann sein. Ich kann ja auch sagen, warum ich sie baue. Ja. Die sind ja, die haben tatsächlich lustigerweise genau dieselbe Voice Animation wie Doppelsöldner haben die einfach eins zu eins kopiert. Ach. Oh Sind ja ja. auch, historisch gesehen Deutsche, die Hospitaliter. Und Ja, mir das. ist auch schon aufgefallen, deine Armbrustschützen sprechen Französisch. Ja, genau, das ist Malta halt, ne? Damals Yes. Kreuzritterorden und so, du weißt. Ah, Da war ah ja, auch noch ein bisschen das ist Mix. ganz, die Husaren, die sprechen Englisch, Yes. okay. Ja, ist alles ein bisschen durchmixt. Aber die Husaren auch schon mit 416 Lebenspunkten. Ja, das ist Plus nicht schlecht. 100 knapp. Bonjour.
wollte ich jetzt auch sagen. waren wir gerade stehen geblieben, keine Ahnung. Was ich aber noch sagen kann, ist, die Hospitale, die heilen die Einheiten ja in der Nähe. Ja, stimmt. So, 2,5 pro Sekunde und alle in der Range. Also nicht nur einer pro Zeit, sondern wirklich alle. Ach. Was Geile dabei ist, ich denke, das wissen viele gar nicht, Malta hat generell als Sith-Fähigkeit, dass Einheiten heilen, wenn sie untätig sind. Dazu zählen auch Kanonen, Kulverinen, alles. Wenn sie einfach nur rumstehen, heilen die sich. Genauso wie der Kundschafter sich extrem schnell regeneriert, wenn er auf dem Boden liegt. Nochmal schneller als andere. Weil er sich halt eben, wenn er untätig ist und idle ist, halt noch schneller heilt. Weißt du? Also, warte mal. Also das heißt, das heißt auch außerhalb von der Reichweite von Hospitälern heilen sich die Einheiten tatsächlich. Genau. Okay. Langsam. Wirklich langsam. Ja, okay. Die heilen sich. Krass. Das ist okay, also... Ja, okay, erzähl. Nee, ich würde sagen, das wusste ich überhaupt nicht. Ich dachte, dass du musst neben dem Hospital stehen, so. Kannst du auch, also zwei Dinge. Zurück zu den Hospitalern. Die baue ich immer so 3 bis 5 wegen dieser Deflect Ability. Weil wenn jetzt eine andere Unit in der Nähe Schaden erleidet, dann tankt der Hospitaliter auch was von dem Schaden. Deswegen habe ich immer so 5 in der Armee. So, dass wenn da jetzt ein Kanonenschuss reinkommt, meine Armbrustschützen nicht direkt sterben, weil ich habe den Hospitaliter, der das wegtankt. Obwohl er nur in der Nähe steht. Deswegen habe ich die immer dabei. Okay. Das haben ja diese komischen italienischen, ich hab's vergessen, diese schwarzen, die in der Rüstung, ja, schwarze Rüstung, ich hab vergessen, wie die heißen. Aber gepanzerte Schützen oder irgendwie sowas. Das können die auch. Das können die auch, genau. Genauso wie die italienischen Bombarden können ja auch deflecten. Oder generell die päpstlichen Truppen, weißt du? Ach, okay. Die können ja auch alle wegtanken. Ja, okay. Das ist ja. Ja gut, ich meine, macht irgendwie Sinn, also das ist ja. Was sie eigentlich immer ganz gut machen bei diesen DLC-Sifs, dass die sich ja tatsächlich irgendwas teilen. Also Nordamerika oder so, die haben dann immer so Gemeinsamkeiten. Okay, in Italien und Malta, das ist ja auch geografisch nah beieinander. Also haben die sich auch so ein paar Sachen, die teilen, okay. Ja. Guck mal bitte kurz auf mein Dorfzentrum in der Heimatbase. Ja. Du siehst ja die Range von dem Dorfzentrum. In diesem Bereich werden ja die Siedler verstärkt vom Sammeln, ne? Ach, Pass auf, achte mal auf die Siedler unten rechts, die Holzhacken. Ja. Die haben ja auch diesen Kreis auf dem Boden. Genau, ja. Obwohl sie nicht in der Range sind. Kann ich dir sagen, warum? Ach, ja, okay, also hier, ja, okay. Ah, nee, warte mal, da ist hier noch. Doch. Ach, hier unten rechts. Warte mal. Hier oben. Erzähl. Ich sehe sie. Weil du hast ja die Kirchenkarte, die die Sichtweite von Gebäuden und sowas erhöht. Ach. Also, und deswegen kriegen die Siedler, die eigentlich gar nicht in der Range sind, auch diese Sammel-Plus-Radius. Obwohl sie gar nicht in der Range sind, wegen dieser Kirchenkarte. Ach krass, also zählt sozusagen die Sichtweite von dem Ding. Ja, genau. Die Sichtweite zählt auch als Range. Ich weiß gar nicht, ob wir das können wir jetzt hier nicht einfangen, aber okay. Ja, krass. Also lohnt sich ja doppelt, die Kirchen zu schicken, sozusagen, weil du hast einmal die Upgrades sind für dich gut und die EP sind natürlich gut. Ja, absolut. Also, die Kirchenkarte an sich kann man auch spielen tatsächlich. Im Deck. Weil dann kriegen die Wächter. Die Wächter kriegen ja Angriffsbonus in der Nähe von befestigten, verbündeten Gebäuden. Achso, das ist die Sonderkirchenkarte, ja. Ja. Also, die Wächter haben das immer. Aber wenn du diese Kirchenkarte im Deck schickst, dann kriegen Wächter auch Angriffsbonus in der Range von gegnerischen Gebäuden. Also nicht schlecht. Aber was mir gerade noch. Ja gut, ich meine, das ist natürlich cool, wenn du dann irgendwie die Basis stürmen willst oder sowas. Was mir also noch gerade einfällt, ist hier das Depot. Ich glaube, du hast ein einziges Depot jetzt hier in dem Spiel gebaut. Du hast ja auch keine Schießpulvereinheiten oder kaum. Ich weiß nicht, hast du schon mal irgendwie, das ist ja auch so eine Spielerei, baut das Depot und dann kannst du das ja, glaube ich, explodieren lassen oder so Zeug. Ja, genau. Das wurde ja leider genervt jetzt. Das explodiert 0,5 Sekunden später. Weil das ein bisschen abused wurde im Tournament. Okay. Das Spiel ist auch schon vorbei bei mir gerade. Bei mir auch. Genau. Aber die Depots kannst du natürlich placen für Sichtweite. Aber auch natürlich, wenn du irgendwo eine Base hast und der Gegner will ja nicht vorbeigehen, weil wenn er sobald er vorbeigeht, ich hab's, glaube ich, einmal explodieren lassen hier im Spiel. Genau, du hast es explodieren lassen am Anfang ziemlich, ja. Ja, genau, weil da gegnerische Units in der Nähe waren. Die auch Schaden gekriegt haben. So, das heißt, du kannst es als Verteidigung sehr gut nutzen, weil der Gegner will nicht unbedingt vorbeilaufen.
Aber du kannst es ja mal explodieren lassen. Und dann sind deine Ionen jetzt halt hart gedamaged. Ja, klar. Ja. Ich glaube Kann aber, dieses rote gut sein. Ausrufezeichen, das sieht der Gegner ja auch, oder? Wenn das. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube aber ja. Ja, klar, das ist Ja, das auch. ja. Ja, absolut. Absolut. Ja, sonst wäre es auch irgendwie leicht unfair. Also, ich meine. So. Von Ja, daher. klar. Okay. Ja. Ja, gut, also das wurde jetzt aber genau. Ja, gut. Ich, Bisschen ja. genervt. Ich weiß nicht, ich habe ein Spiel in Erinnerung, da hat auch einer eine. Depot praktisch genau neben der, das war witzigerweise auch Malta gegen Azteken, da hat einer neben die gegnerische Kriegshütte hat er einfach ein Depot gebaut. Das war Das schon auch ziemlich noch. fies. Weil die haben ultra viel Damage gegen Gebäude. Also Ach, ja, gegen okay. Gebäude nochmal 7 oder mal 10 Multiplikator. Das ist schon crazy. Ich guck mal gerade, ein Siedler war. Wie viel HP hat der jetzt überhaupt? Ja, warte. Was haben wir hier? Veteran-Pikeniere. Dem auch fast 200 Leben. Ja, ich sehe gerade den Siedlerwagen, sehe ich jetzt auch gerade nicht bei. Ah, da, hier bei Goldenen. Ja, die haben gute 405. Wobei, ich glaube, wenn du da. Das ist aber, glaube ich, auch die Zahl, wenn du Ja, Überröcke drauf hast. die zählen nicht als Malta halt, bestimmt. Ja. Ja, Das ah, ist okay. schon. Ja, Es verstehe. gibt Ja, ja gut, auch ich noch. meine, 405 ist auch schon okay. Ist auch Naja, nicht so klar. schnell. Und es gibt ja auch noch die Feuerwerfer, die ich jetzt gar nicht gebaut habe. Ich Ah. finde die ein bisschen zu schlecht. Das sind ja die Plänkler in der Geschützgießerei. Ach, okay. Kosten 50 Holz, 75 Gold oder so. Ist jetzt nicht sehr viable, glaube ich. Ich glaube, die haben zwar wer ist das denn? Zwei AOE, also wenn du einen Hit machst, hast du diese zwei AOE, wenn die ankommen, weißt du? Du meinst zweimal Flächenschaden oder was? Ja, Flächenschaden, genau. Ja. Das haben die, aber weiß ich nicht, habe ich nie wirklich gesehen, finde ich selber auch nicht gut. Ah, Unbedingt. ja, genau, da könnten wir noch, genau, also, das heißt, genau, Malte hat er als Dings, als Flankler ja nur Armbrustschützen, die ganze Zeit durchgehend. Und diese Flammenwerfer, ich dachte jetzt, die Chinesen haben ja auch so eine Art Flammenwerfer, der fährt ja da so rum und irgendwie, der hat dann, keine Ahnung, Reichweite und ist eigentlich immer sozusagen vorne im Getümmel. Und die funktionieren ganz anders, also das wäre tatsächlich so eine Art, weiß ich nicht, Bronzehaubitze vielleicht, oder wie man das vergleichen kann. Die zählen als Plänkler, glaube ich sogar. Ich meine, die zählen sogar als Plänkler. Ach, tatsächlich, dass sie das Plänkler zählen. Okay, das kann sein. Zumindest countern sie auch alles das, was ein Plänkler countert. Ja. Ja. Also es gibt ja ein paar Einheiten die aus der Geschützgießerei, die so ähnlich sind, sage ich mal. So gut, ja, wobei Bronzehaubitzen konnten, glaube ich, alles außer Kaff. So, und der Huarakas konnte dann irgendwie auch alles außer Kaff. Ja, okay. Nee, gut, also die, ja, meine. Ja, ich meine, du hast ja super starke Armbrustschützen, von daher ist echt die Frage, ob man. Man das dann braucht. Ich sehe gerade, also die Spanier haben auch, die haben eigentlich auch viele Upgrades für archaische Einheiten. Aber Malta ja, Malta hat sogar Angriffsstärke. Ja, okay. Du kannst bis Imperiale, ich weiß nicht, ob Spanien das kann, aber du könntest bis Imperiale upgraden. Und Doch, also. natürlich günstiger wegen Malta-Karte. Ja. Ich will nicht gerade, also nehmen. Spanien hat Leben im zweiten, genau. Spanien hat Leben, 15% Leben im zweiten. Und diese archaische Kampfkrafteinheiten hat Spanien auch. Das ist allerdings immer die Frage. Also, ich spiele da nicht drauf. Ich habe das zwar schon mal gesehen. Bei Spanien, ja, kann man auf jeden Fall machen. Spielen auch Leute in der Liga, aber das halte ich da so semi-sinnvoll. Aber, weil du hast aber als Spanier hast du auch alle Einheiten, das ja. Das ist ja auch Plänkler oder sowas, da ist es dann die Frage, ob du es wirklich machst. Aber auch bei Malta gibt es auf jeden Fall Sinn. Und ich meine vor allem halt, ich meine, was hast du jetzt für Biester da als Armbrustschützen hier so ganz am Ende? Ah, okay. Ja, ich meine, die haben mehr Leben jetzt gerade tatsächlich als Plänkler. Schaden ist auch höher tatsächlich. Ich glaube, die Multiplier sind ein bisschen geringer, aber gut, was halt am Ende die Reichweite wäre halt, ich weiß gar nicht, Plänkler, glaube ich, 20 Reichweite so in den Dreh. Das wäre jetzt halt so ein Ding, aber ich glaube gegen Azteken. Ich weiß gar nicht, was so ein. Also ist auch keiner mehr am Leben, was so ein Dingsbums Nee. hier hat. Ich Ja, glaube komm, nicht. hier ist die. Otorntenschleuderer oder sowas. Aber du hast ihn ja. Das Also Ding ich ist, habe du hast sie. als Malta ja auch noch die Stahlschrauben, ne? Wirklich eine geile Karte. Mit der Range um 2 erhöht und Ah, ich sehe Belagerungsangriff. es. Hoffentlich ja, hast du ja auch Ah. noch. Ja. Ja, okay. Aber dann sind sie ja wirklich, ich meine, dann sind sie ja. Dann haben sie ja, sind sie ja in dieser Liga, die Plänkler. Also die mexikanischen Plänkler haben, glaube ich, eh nur so 17 Reichweite oder sowas. Und dann bist du da ja voll drin mit 18. Dann ist ja cool. Dann, achso, ich gucke gerade mal. Du hast gesagt, die kann man auch noch ein bisschen billiger machen. Was meinst du, Die Armbrustschützen mal. War das? ja, Ah, genau, die Upgrades mal das, die oder? Upgrades Ah, ja, cool. durch die Age-Up-Karte Gastlichkeit im zweiten Ah. Age.
Hast du ja, dann kostet das Veteran-Upgrade 50 Gold und 50 Holz. Für alle Units Ach, im Hospital. scheiße, Ja. ist ja nix. Du kannst ja alles upgraden für, Ja, ja. genau. Und dann hast du im dritten Age 450, 450 bei den anderen Einheiten, aber die Armbrustschützen werden Arbalester. Die kosten dann trotzdem noch 850, 850. Ist immer noch die teuerste oder das teuerste Upgrade von den Hospital-Dingern, ja. Ja, das kommt mir so bekannt vor. Kann das sein, dass die's von den Portugiesen kommt oder sowas? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber Ja. ja, irgendwie so. Ja, okay. Aber das ist ja, ich meine, das finde ich eigentlich auch interessant oder finde ich auch, ist ja auch ein gutes historisches Detail sozusagen, dass der Malta-Orden, dass sie aus allen Nationen so Leute zusammengefügt haben und dass man das auch im Spiel so repräsentiert sieht. Das ist auch irgendwie cool. Absolut, sehr, sehr cool. Ja. Naja. Alleine schon deswegen ist Malta eine geile Ja, ohne Sim. Scheiße, ey. Also ich, ja. Mal gucken, ich kann gar nicht so viel Sifs spielen, ey. Ich habe letzte Saison nur zwei Sifs gespielt. Mal gucken, ob ich Ich so glaube, viel es noch waren. trainieren kann, aber das klingt auf jeden Fall gut. Also wenn ich dann eine DLC-Sif spiele, dann auf jeden Fall denke ich auch Malta. Weil, ja, also, das klingt auf jeden Fall toll, was du. Nichts gegen Italien, aber Italien ist natürlich jetzt auch schon fast wieder Main. Mainstream. So, das heißt, aber ja, nee, cool. Malta, Coole Sache. Malta still underdog. Ja, genau. Ja, ich habe irgendwie so ein Ist Herz. Ich habe so ein Herz ein Herz für für Nationen, Malta. die erstmal so unterm Radar spielen. Ich habe ja auch, ich habe ja mit Spanien angefangen, weil das in Saison 3 war, das irgendwie eine der Nationen mit der geringsten Spielquote. Also die wurden am wenigsten gespielt so mit. Habe ich gedacht, ja gut, wenn die jetzt keine Sau spiele, dann spiele ich die jetzt einfach. Fertig. Und schon hatte ich meine zweite Sif. Das ist ja auch ein Vorteil, oder? Weil du hast noch viele Leute, die wissen gar nicht, wie die Sims funktionieren. Also noch ist es der Fall, ne? Ja, also bei Malta auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt Spanien ist natürlich schon ein alter Hut. Da weiß jeder ungefähr, was dich erwartet. Aber du hast vollkommen recht. Also bei Malta, wenn ich jetzt gegen Malta spielen würde, ich wüsste jetzt ungefähr, okay, wenn er zwei Hospitale in die Mitte baut, das ist schlecht. Dann will er wohl rushen, so. Das wäre jetzt sozusagen die Sache, die ich noch erkennen könnte. Aber ich wüsste jetzt nicht so richtig, was mich erwartet, ehrlicherweise. Und das ist natürlich erstmal auch ein Vorteil. Und, ja, das ist natürlich auch irgendwie spannend. Also ich sag mal so, und du hast jetzt ja, ich weiß nicht, du hast glaube ich mal erwähnt, du bist auch noch, also du entdeckst auch immer noch so neue Facetten. Also die Sith ist ja noch gar nicht auserkundet, so. Absolut, absolut. Also ich habe mich jetzt wirklich inspirieren lassen, ein bisschen von den ganzen Tournament Plays. Meine Winrate ist aber tatsächlich nicht so hoch mit dem Pike Expo Wash. Also ich war vorher besser dabei. Kann ich meine Decks noch angucken? Kann ich, glaube ich, nicht, oder? Alle Decks, die ich noch habe? Nee. Also ich denke vielleicht, also das ist ja wie bei USA oder Mexiko. Am Anfang keiner weiß, was wirklich gut ist und whatever. Das wird sich von der Zeit, glaube ich, es geben, was wirklich gut ist mit Malta. Das ist halt auch interessant, finde ich. Weil keiner kennt die Saves, keiner weiß, was ist wirklich das Beste. Was ich vorhin meinte von Eagle Mud. Das FI. Ich glaube, Malta FI und Booming kann sehr, sehr stark sein mit dieser Karte, dass du günstigere Siedler hast und günstigere Dorfzentren. Das ist wirklich sehr, sehr viable. Du kannst auch Hardcore turteln, oder? Du hast doch den Kundschafter, der kann die Kanonen bauen, du kannst dir die schicken lassen, du kannst einen vorbauen. Im Fort kannst du Truppen 260% schneller ausbilden lassen mit einer Karte. Das ist wirklich sehr, sehr stark, ja. Ach, krass. Ja, ich überlege gerade, also natürlich in der Kombi, also FI ist natürlich immer gut, wenn du entweder wie die Italiener, die haben ja ihre Plänkler erst im vierten und die sind aber voll abgegradet, oder natürlich, wenn du sagst, du kriegst ja alle Upgrades billiger, dann ist natürlich viertes auch gut, weil du ja Stimmt. einfach, weil bei anderen Nationen, das ist einfach halt zu teuer. Du hast meistens, wenn du im vierten bist, dann, wenn du schnell ins vierte gehst, hast du einfach nicht die Wirtschaftskraft, um dir die Upgrades zu holen, dann hängst du mit H3-Einheiten rum, also kannst auch gleich im dritten bleiben, so. Das hättest du ja Absolut. nicht. Absolut, absolut. Ja. Coole Was Sache. noch? Genau, Coole ja, Sache. was kann man noch sagen? Also Hospitale kannst du auch, baue ich auch manchmal, wenn das Game ein bisschen länger dauert, einfach random auf der Map. Weil die kosten nur 100 Holz und die heilen Einheiten. Also wenn meine Units mal rushen, dann gehe ich kurz nach links zum Beispiel, obwohl ich von rechts angegriffen habe. Weil er weiß ja nicht, dass ich da vielleicht noch links aus Spaß ein Hospital gebaut habe, um meine Einheiten schnell zu heilen und dann wieder zu pushen. Und die kosten nur 100 Holz. Ja, ich meine, das ist ja auch ein Ausbildungsgebäude, also von daher kannst du da ja auch schnell deinen Nachschub nachführen. Absolut, absolut. Und die Karte, mit der du im Fort 260% schneller ausbilden kannst, gibt dir auch 80% schnellere Ausbildungszeit bei allen Units. Bei allen Units. Scheiße. Ich guck gerade mal, die hast du jetzt aber gerade wahrscheinlich nicht im Deck dabei, Die was? habe ich nicht drin, die habe ich nicht drin. Aber die Ja. kann man spielen, aber
Ich bin halt generell nicht so davon überzeugt, schnelleres Bauen, weißt du, das ist halt so ultra late game, genauso wie Gefechtsschule. Ja, gebe ich dir absolut Aber recht. diese Also. 80% sind vielleicht schon ein bisschen stärker als 40%. Oder 45, in der Richtung. Ja, aber die Frage ist, wie viele Rohstoffe willst du haben am Anfang? Also, so ist ja meistens so, dass man eh schon eher mal ein bisschen am Kämpfen ist, dass man überhaupt die Batches voll kriegt, wenn du vor allem, wenn du zwei Gebäude, also wenn du wirklich eine Kaserne und Stall am Anfang hast, ey, das reicht dann auch mit der normalen Ausbildungsgeschwindigkeit. Du kriegst ja eh das Ding nicht voll. So, ist Absolut. jedenfalls bei mir ganz oft so. Und von daher würde ich sagen, das ist tatsächlich, also wahrscheinlich die Triti-Spieler, die rasten aus, die finden das wahrscheinlich total toll. Ja, denke ich auch. Also Ja. Tweety ist nicht so mein Fall. Habe ich nie wirklich gezockt, Okay. keine Ahnung. Aber du kannst als Malta auch nochmal vielleicht nice to know, theoretisch, du hast ja in Age 2, habe ich ja auch im Deck gerade, diese irischen Brigadiere, diese Musketiere, die 11 Stück, die haben zwar nicht diesen Multiplikator auf Kaff wie andere Musketiere, aber ich meine, wenn du einfach Gold rusht oder du holst dir einfach die Goldschiffsladung und gehst dann direkt auf diese Söldnerschiffsladung zum Beispiel. Und also du Ja, hast die diese. habe ich tatsächlich auch einmal im Turnier schon gesehen, die irische Brigade. Ja, nö, das ist ja auch, ich meine, Du kannst ja 1100, auch. das klingt nach einem guten Investment, sage ich mal, so für 11 Musketiere, die ja auch besser sind, glaube ich, als normale Musketiere. So. Ich meine ein bisschen schlechter, weil du Ja, hast nicht meinst du so? Okay. diesen Multiplikator. Du kannst aber auch im dritten Age hast du ja auch so viele spanische Sprache, portugiesische, da kriegst du ja, ich weiß nicht, 10 oder 12 Caçadores, die kannst du dann auch. Dann hast du Ordens-Caçadores, also alle Komturei oder Sprachenkarten, außer jetzt die deutsche, geben dir ja auch die Ausbildung in den Komtureien. Also wenn ich mir jetzt Caçadores schicken lasse, 12 Stück für 750 Holz oder so, dann kann ich diese Caçadores, die Plänkler, auch bauen in der Komturei. Und die werden auch immer geshadowtagged von Age zu Age. Das ist auch sehr, sehr cool. Also man kann auch einfach sich die 1000 Holz schicken lassen und dann holst du dir damit die Caçadores oder für 1000 Holz direkt die spanischen Lanzenreiter, die auch Ordenslanzenreiter sind, die auch immer wieder geshadowtagged werden. Ja. Ja. Und die auch, meine ich, profitieren von den, ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher, von den 2%. Aber vielleicht zählen die nicht als Malta halten. Ich weiß es gerade nicht. Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht. Wir gucken uns einmal die Ordenshusaren an. Das muss ja. Die sind ja Das von haben wir Malta nicht. selber, aber wenn ich mir jetzt die Caçadores schicken lasse, die sind ja portugiesische Sprache. Ich weiß es gar nicht, ob Ja, gute die Frage, ja. 2%. Ich meine aber ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde es gerade überlegen, also ja, das ist auch ein guter Aspekt, dass wir da nochmal drauf eingehen. Genau, du hast ja auch noch englische Sprache, glaube ich, mit Langbogenschützen und französische Sprache, da Genau. kriegst du Kürassiere. Im vierten ist es, glaube ich, dann. Ja. Wurde ja auch alles gebufft. Du kriegst jetzt immer eine Unit mehr nach dem letzten Patch. Ah, okay. Ja, Ja. es ist auch sehr stark. Also wenn es ins Late Game geht und du kannst dir Ordenskürassiere holen, die doch mal besser sind als normale Kürassiere. Ja, Stimmt. kann sehr, sehr stark sein. Kosten 1500 Holz. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber kann man machen. Auf Malta gibt es sowieso viel auf Holz. Ja, Was ich okay. tatsächlich auch im Tournament gesehen habe bei Malta, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und irgendein Caster meinte auch, dass das wird viable sein oder ist viable in Age 1 diese Holzkarte, dass 20% schneller Holz gesammelt wird. Bei Malta. Ja. Ist ja viable. Aschhölzer oder so Zeug, glaube ich, heißt die Karte. Ja, genau. Dann ist es ja nochmal 20% von der Sammelrate, die du eh schon hast, durch diese Wigner-Konstruktion. Vielleicht, wenn Ja, es ins stimmt. Late-Game geht und du das Holz brauchst, dann kann es, glaube ich, sehr, sehr stark liegen. Ich meine, deine Siedler haben auch eine gute Holzsammelrate. Also 0,80 ist ja fast schon Nahrung. Nahrungsgeschwindigkeit so. Das ist Wenn ich nicht tatsächlich sogar. ganz schön viel. Ich glaube, ich habe sogar Flößerei drauf. Ah, okay. Das Kann kann gut sein. sein. Das Kann sein, kann ich weil. jetzt hier nicht mehr sehen. Aber wenn man natürlich Holz Ich bin braucht. da als Malta-Spieler ein großer Fan von der Flößerei. Ich meine, Vielleicht. das. Ja, bitte. Das finde ich ja gut, wenn auch mal, also ich sag mal, Flößerei, das sind ja alles so Sachen, also Holz ist ja eh was man, also ich sag mal, ich spiele viel Franzosen, also aus französischer Sicht ist Holzhacken ist ja das Schlimmste, was du machen kannst und viele sehen das ja genauso und von daher finde ich es auch cool, wenn so ein Aspekt mal reinkommt, dass du irgendwie eine Sif hast, wo tatsächlich mal Holzhacken irgendwie eine gute, oder wo es sich irgendwie lohnt, sich Holzupgrade zu schicken und dann tatsächlich irgendwie, ja, sich auch mal ein Holzupgrade zu kaufen, das ist ja total ungewöhnlich normalerweise, das würde man ja mit anderen Sifs nicht machen, weil du Holz ja immer am langsamsten abbaut, aber wenn man das Absolut. sozusagen. Ja, wenn das einfach mal ins Spiel kommt, dass es irgendwie schlau ist, Holz zu hacken oder so, das würde ich auch mal cool finden, weil Holz ist ja so die Ressource, die will keiner haben. So, oder Ich Hacke, denke, sag ich mal.
Als Malta-Spieler liebst du Holz. Du brauchst okay. Holz. Was auch sehr, sehr geil sein kann, eben wenn du diese ganzen Sprachenkarten drin hast. Also ich habe auch ein Boom-Deck. Mhm. Da habe ich mir von Optimus abgeguckt. Optimus spielt ja seine Briten gerne. Mit Pionieren. Er spielt ja immer mit Pionieren. Ist ja, also finde ich gar nicht so verkehrt, weil du bist ja überall auf der Map verteilt. So, und ich überlegt, ja, die Karte, die der Siedler ja Leben geben. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. 65%. Und ich denke, das ist extrem viable als Malta. Weil du bist auf der ganzen Map. Du sammelst da, du baust einfach einen Außenposten und dann kommt du rein. Außenposten ist halt günstiger, kostet 250 Holz, kommt du rein, kostet auch noch 250 Gold. Und du baust es ja nur da, wo deine Siedler sind, für die Sammelrate. So, am besten eine Komturei, weil dann kannst du die Siedler transportieren, wenn du da geradet bist. Ja. Klingt schlau, klingt total schlau. Also, ja. So, zu den 2% nochmal 65%. Also hast du fucking tanky Siedler. Ja. Und ich denke, das ist ich muss es noch ausprobieren. Ich hab's noch nie getestet. Ja, okay. Ja, vielleicht sehen wir das in der Liga. Wenn du es in der Liga spielst, sag Bescheid. Es wird gecastet. Also, ja. Okay. Ja, coole Sache. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende und fassen das jetzt nochmal so. Ich fasse nochmal zusammen, was ich so verstanden habe. Also, Malta ist auf jeden Fall, sag ich mal, eher erstmal eine H2-Siv. Man kann mit denen eigentlich Doppelhospital rasch machen. So, man geht eigentlich gerne auf Holzeinheiten erstmal. Und ja, was halt auch eine starke Strategie ist, weil wir haben es ja besprochen, genau, kriegst du mal Leben dazu. Du kannst dir 2% Leben pro Karte, du kannst die super upgraden. Und ja. Und was ich jetzt auch so mitgenommen habe, sind aber so viele kleine spannende Gimmicks in dieser Sift drin, wie irgendwie, du kannst deine Siedler in Sicherheit bringen, du hast eigentlich ja im Grunde schon große Variabilität drin, also du kannst viel mit denen machen und es ist halt echt Neuland sozusagen. Also keiner kann dir jetzt noch sagen, was ist die Metastrategie von dieser Sift oder so. Also total spannend. Ja. Absolut, absolut. Bin ich genau ja, bei absolut. Dir. Deswegen, also, ich weiß nicht, willst du noch am Ende was ergänzen? Du hast den geilsten Kundschafter, der ist ein Großmeister, der zählt als Großmeister. 100 Lebenspunkte mehr, heilt schneller als andere Kundschafter, sehr, sehr geil, sieht geil aus, was willst du mehr? Ja, wir gucken nochmal, hast du den, ist das der Morgan Black oder ist das, das ist glaube ich, du hast aber den, da gab es ja mal so einen neuen Skin, sag ich mal, so einen, den hast du jetzt, nee, den nicht den, drauf. Ich habe den hier, ich finde den am coolsten, deswegen habe ich den hier. Alles klar, ja, nein, ist auch okay, ich glaube, gut, ich hab Malta Level 1 statt, also ich habe Malta nicht gespielt, aber ich habe, glaube ich, den Morgan Black tatsächlich drauf, aber das ist ja egal. Nee, der sieht auch gut aus, der da verfedert und so. Ich gucke mir den gerade an. Ja, okay, cooler Kund. Ja, das ist natürlich auch wichtig. Also Kundschafter ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Von daher, nicht schlecht. Ja, cool. Gut, Leute, ihr habt's gehört. Malta ist toll. Spielt Malta, probiert es aus. Ihr könnt hier noch alle möglichen OP-Strategien rauskriegen, die keine Sau kennt, womit ihr alle überraschen könnt. Von daher, nutzt einfach Malta. Und ja, und du, ich bedanke mich total, dass du uns hier den Einblick mal in Malta gegeben hast und wünsche dir dann auch auf jeden Fall nächste Saison viel Erfolg in der Liga. Immer gerne, sehr, sehr geil und ich freue mich auch auf die Liga. Ich bin gespannt, wirklich. Wird gut, wird großartig. Von daher, denke, das sind die passenden Abschlusswort, also dann sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.